Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Wir haben... Achso, 7. Ich weiß nicht, was heißt denn 7 auf Französisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resident Evil 7. Oder Resident Evil 7. Oder Resident Evil 7. Oder, das waren jetzt... Heimund. Das waren jetzt alle Sprachen, ich kann. Wohin? Das heißt kann. Ich kann kein Französisch. Egal. Okidoki. So, jetzt müssen wir nochmal hoch ins... Falscher Knopf. Ins Kinderzimmer. Wir joggen da jetzt mal hin. Und holen uns die erste Keycard. Die Keycard. So, ich habe irgendwie... Ich finde das so komisch, dass wir den Helm... Na, egal. Man kann hier viele Sachen aufnehmen, die eigentlich gar keine Bedeutung haben. Die eigentlich wahrscheinlich nur so einen kleinen Hintergrundeinblick in die Geschichte geben. Okay, geht's hier wieder hoch? Oh, ich würde mal so gerne so eine Zwischenstatistik sehen, wie viele Items wir schon haben und so. Ich finde das so interessant. Komisch, dass wir uns in keinem einzigen Spiegel auch nur ansatzweise sehen können. Das wäre natürlich auch echt super. So, Zugangskarte blau. Also es stehen halt auch immer relativ viele gleiche Sachen rum, das muss man natürlich auch sagen, ja. Aber ich finde es halt trotzdem sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Und es ist halt wirklich wieder das, was man halt von einem Resident Evil Spiel kennt und halt auch erwartet, ne? Also klar, Resident Evil 4, 5 und 6 waren natürlich keine wirklichen Resident Evils mehr im Verhältnis oder ja, im Zusammenhang gesehen mit 1, 2 und 3. Also das ist schon klar, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Es ist trotzdem einfach so toll. Ich mochte die Spiele, keine Frage. Das einzige Spiel, was ich nicht mochte, war Revelations. Das war fürchterlich. Zumindest, was sagen wir mal so, die Sprachausgabe war fürchterlich. Hallo, Jill! Hallo, Omi. Ich habe schon eine Schlüsselkarte gefunden. Was sagst du dazu? Oh, sie freut sich, seht ihr? Cool. Omi mag uns. So. Omi ist der Endboss. Ich bin mir so sicher. Okay. Muss ich mich hier irgendwie so ein bisschen mehr umschauen? Dass hier irgendwas in den Rillen liegt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Wirkt vertrauenserweckend. Blut an den Wänden, Blut überall. Oh mein Gott. Entschuldigung, du hast gesehen, wie einem Polizisten der Kopf in zwei Teile gespalten würde und das ist, oh mein Gott. Ohne Worte. Naja, man muss Prioritäten setzen, ne? Oh, ich hatte so das Gefühl, dass da jetzt voll einer drin ist. So. Ich mach den mal zu, weil der geht mir auf den Senkel. Okay, wir gucken natürlich wieder schön hier unten. Zugangskarte rot. Wo? Das war zu einfach. Das war viel zu einfach. Ach, das ist ein Pferd. Es war viel zu einfach. Das kann nicht sein. Ich meine, auch genau das gleiche Teil haben wir am Anfang des Spiels schon gesehen und jetzt sagt er, oh mein Gott. Okay. Workshop-Tür. Ich habe den Finger schon auf L2. Ich wusste es. Ich
war besser. Oh, noch eins, okay. In Darfies. Ach, Mist. Und jetzt von hinten, ne? Ich wusste es. Einmal. Wir brauchen 3 Schuss mit der verbesserten Munition. Zweimal. Oh, okay, vielleicht auch 2, wenn sie sitzen. Gut. Dann haben wir es. Okay, wir haben beide Keykarten. Ich weiß immer noch nicht, wozu wir das Spielzeug haben. Das werden wir bestimmt für irgendwas brauchen. So, gucken wir mal. Was brauchen wir definitiv? Wo brauchten wir noch einen Dietrich? Ja, vielleicht werden wir den gebrauchen. Den Arm nehmen wir mit. Die Heilung nehmen wir mit. Wir kriegen wahrscheinlich nochmal ins. Die Keykarten brauchen wir definitiv. Habe ich noch irgendwie flüssige Chemikalie? Ich würde mir gerne noch ein bisschen Pistolenmunition machen. Das Psychotonikum, das nehme ich auch mal mit. So. Schießpulver haben wir nur 1. Na gut. Dann machen wir uns mal Munition. Heilung haben wir noch genug. Okay, wir machen das jetzt witzigerweise einfach mal, oh, ich habe es im Auge, Moment. Wir machen das jetzt witzigerweise mal ein bisschen anders. Ich gehe jetzt in die Mitte des Hauses und werfe mir nochmal dieses Psychotonikum ein. Ach, Alter, was willst du? Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst blicken lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Ist Omi auch da? Die Arme sitzt nämlich im Elternschlafzimmer und hat keine Freunde. So, okay. Werfen wir uns das mal ein. Ich möchte gerne noch mal runter in den Keller damit. Okay. Zeigt hier nirgends was an. War ich so gründlich, Hammer. Ich bin so am Schweigen, weil ich so am Denken bin. Aber hier wird wirklich gar nichts mehr angezeigt. Krass. Oder wirkt es schon nicht mehr? Nö. Okay. Weil es fehlen ja definitiv noch alte Münzen. Da. Hat da jemand gelacht? Es fehlen definitiv noch alte Münzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alles gefunden habe. Das stimmt hinten und vorne. Ach so, nee, hier bin ich. Okay. Gehen wir mal hier durch und durchs Elternschlafzimmer. Hat das jetzt gerade da was gezeigt? Ach so, ja, nur die Tür. Okay. Aber ich glaube, das Psychotonikum wirkt auch nicht mehr, ne? Das Bett steht wieder drüber. Ach, Dreck. Na gut. Wir hatten das zurückgeschoben, Omi? Omi scheint sowieso so ein bisschen mehr drauf zu haben, als wir denken. Oh, ich bin mir so sicher, dass die ein Tyrant ist, gell? Das ist wie bei diesem einen Film, in, wo die alle im Fahrstuhl stecken. Voll Spoiler-Alert. Und, da ist so eine alte Oma dabei und ich habe diese alte Oma gesehen, habe gedacht, Alter, die ist der Mörder und die war es auch zum Schluss.
Okay. Dann hat das gerade mal nichts gebracht, aber egal, das ist nicht so schlimm. Dann wollen wir mal. Hier im Garten wäre es vielleicht noch cool. Oh Gott, ich habe nur noch eine Patrone. Ich feuer nie. Okay. Die sind zu easy zu killen, das gefällt mir nicht. Kommt das da voll angekrabbelt? Ey, wer rechnet denn damit? Läuft man hier so fröhlich raus, kommt gejoggt, denkt sich. Oh, oh. Okay. Ich jogge mal fröhlich in die andere Richtung. Wie viele sind davon hier? Was ist das? Warum liegt das hier? Ich würde mal jetzt noch hier reingehen. Wir können uns noch so ein Psychotonikum herstellen. Oder kriegen wir echt gerade noch alles angezeigt? Wir kriegen immer noch angezeigt, ne? Oder nur, wenn wir daneben stehen. Ich weiß es nicht. Also wir haben auf jeden Fall noch. Wir haben auch noch dieses Schatzfoto. Wir hatten doch noch, genau, Pillen. Und dann noch eine flüssige Chemikalie. Und wenn wir das kombiniert haben, konnten wir uns die hier bauen. Weil, also dieses Schatzfoto, das irritiert mich noch. Deswegen laufen wir jetzt gerade noch mal hier rüber. Das haben wir doch irgendwo vergessen. Wetten, dass das in einem Kinderzimmer ist oder so? Na klar, dass man da noch mal hin muss. Warum sollten die einem so viel? Ich weiß es nicht. Aber probieren können wir es. Vielleicht könnte ich dann hier auch noch mal die Pillen einsetzen. So. Jetzt, wo man weiß, was kommt, ist es. Oh, ich wollte gerade sagen, nicht mehr gruselig, aber doch ist es. Okay, das steht noch da. Hier ist auch kein Regal mit so einem Kopf drauf, oder? War das hier? In dem Detention Room war das nicht. Nee, hier ist es nicht. Okay. Ist mir sehr recht, dass das hier nicht ist. Ich finde es komisch. Also bis zum Detention Room laufe ich nicht mehr dafür. Davor habe ich zu viel Schiss. Vielleicht kommt das noch. Wo war denn das? Oder ist das so ein Bobblehead gewesen? Ach, ich weiß es nicht. Das nervt mich. Das nervt mich total. Hier drin vielleicht? Nee. In diesem Altarraum auch nicht. Da stand hier, das stand so ein Regal nicht. Das Einzige, wo sowas noch ungefähr gewesen sein könnte, war im Keller, aber hier auch nicht. Nö. Ist das blöd? Wo war denn das? Hier auch nicht. Hier ist auch so ein Regal nicht.
Hier ist auch so ein Regal nicht. Da draußen war definitiv auch sowas nicht. Und hier war, glaube ich, auch sowas nicht. Also entweder kommt es noch. Oder es ist in einem, im alten Haus drin. Wo wir als allererstes waren. Kriege ich jetzt nicht mehr gepeilt, wenn ich ehrlich sein soll. Ärgert mich auch ein bisschen. Habe ich eben schon mal erwähnt, ne? Na gut. Okay. Im Gärtnerhaus wäre Quatsch. Da vermute ich das auf keinen Fall. Hier ist es auch nirgendwo. Das nervt mich. Das nervt mich total. Ha. Oh, was macht denn das hier? Und warum lebt es noch? Alter. Wo bin ich? Wohnzimmer, okay. Wohnzimmer, Küche, Esszimmer. Garage, ne? Garage sind halt noch, aber ich glaube, da können wir nicht mehr rein, ne? Wer kotzt? Ne, hier auch nicht. Ah, oh, das nervt mich. Ich will dieses Regal finden. Grrr. Nicht gut. Nee. Also... Okay, ich würde dann sagen, also entweder haben wir es verpasst oder es kommt noch. Hier drin habe ich auch schon geguckt, ne? Ich versuche mich halt an diesem Kopf zu orientieren, aber... Na gut, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es noch kommt. Weil da unten, da hatten wir erst einen Schatz. Lässt mich nicht los, es tut mir leid. Hi Omi, hast du hier so ein Regal gesehen? Nee. So, letzter Versuch. Nee, im Bad ist auch Quark. Nee, okay. Dann scheißen wir drauf. Ah, nicht darunter, okay. Dann scheißen wir drauf. Und gehen zur Party. Cool, wir könnten auch nochmal hier durch. Ich krieg's nicht aus dem Schädel raus. Nee. Mm-mm. In Omis Zimmer vielleicht. Omi? Nee, Omi hat so hässliche Regale nicht. Omi hat voll das Minizimmer. Er ist total... Arme Omi. Dann ist es hier nirgends. Dann haben wir alles durch. Ich wüsste nicht, wo wir sonst noch gucken sollten. Dann geht's ab. Ab in den Süden.
der Party hinterher. Ja, okay. Also wie gesagt, ein Versuch war es wert und wir haben es nicht gefunden. Vielleicht kommt es noch. Mir kommt auch die Stelle nicht bekannt vor. Von daher werden wir jetzt hier eine Folgenpause einlegen und gehen in der nächsten Episode dann schön Party machen mit Mr. Lucas. Vielleicht hauen wir ihm die ein oder andere Schrotladung ins Gesicht. Ich freue mich schon drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.